die Muskeln wie den Musculus genioiliacus und genioglossus und den Musculus digastricus. Und darüber hinaus in Rot, das sind die Speicheldrüsen. Hier die Submandibularis, die unter dem Kiefer liegt, und dahinter, unter und vor dem Ohr, die Glandula parotis, dann Speicheldrüsen, die etwa 1 bis 1,5 Liter Speichel pro Tag produzieren. Die Halsmuskulatur und Mundmuskulatur, was schätzen Sie, was Sie brauchen? Wirklich der Atlas, der den Kopf trägt, der mit Kondylen des Hinterhauptes ein Gelenk bildet, das obere Kopfgelenk. Nach unten zu macht der Atlas ein Gelenk mit dem zweiten Halswirbel, der auch besonders geformt ist, der so einen Zahn hat. Weil um diesen Zahn dreht sich der Atlas, das sind Gefäße, das sind Arterien, die Sauerstoffreiches transportiert, nach Blut führen. Und große Gefäße, das sind Venen, Sinus genannt, die das sauerstoffarme Blut aus dem Gehirn abtransportieren. Und jetzt schauen wir mal an die Schädelbasis. Rechts die vordere Schädelbasis, die frontale, die ist bei uns sehr lang, weil unser Frontalhirn so groß geworden ist in der Evolution. Die Löcher, die wir hier sehen, die gehören dahin. Hier kommen die Riechnerven aus der Nase hoch, aus der Nasenschleimhaut, und münden hier in den zweiten Hirnnerven, der die Riechinformation zum Gehirn transportiert. Wenn wir jetzt zurückgehen an der frontalen Schädelbasis, wir sehen, wie weit auch die Leber nach hinten geht, im rechten Oberbauch. Und haben jetzt einen Blick auf die Wirbelsäule. Vorne die Dornfortsätze der Brustwirbelsäule, die Querfortsätze, die mit den Rippen artikulieren. Werfen Sie einen Blick auf die Dornfortsätze, wie die im Bereich der Brustwirbelsäule ausschauen. Die werden dann etwas anders in der Konfiguration im Bereich der Lendenwirbelsäule. Wenn Sie das an Saurier erinnert, dann stimmt das. Bei den Sauriern schaut das im Wesentlichen auch schon so aus. Dieses obere Schambeinast, untere Schambeinast. Und jetzt einen Blick auf die Symphyse, die Schambeinfuge. Die muss ganz schmal und symmetrisch sein. Die klafft hier auseinander. Und jetzt gehen wir vorbei am Hüftkopf, direkt vor uns, wie im Acetabulum steckt. Wir sehen Knochen. Trochanter major, trochanter minor am Oberschenkel, Ursprung vom Oberschenkelmuskel. Und direkt vor uns jetzt das Os sacrum, das Kreuzbein. Hat auch viele Löcher für die Sakralnerven, die hier austreten. Und was fällt Ihnen beim Kreuzbein auf? Auch hier haben Sie eine Konturunterbrechung, genau mit Stufenbildung. Das heißt, wir haben eine Fraktur des Beckens vorne und hinten. Der Beckenring ist gebrochen. Das System muss ja natürlich beweglich sein, weil wir ein- und ausatmen, also können wir hier nicht Knöchel fixieren, deswegen haben wir vorne die Knorpel, die wir hier rötlich sehen. Und jetzt ein Blick hinein in den Brustkorb, vor uns der linke Ventrikel. Wir haben schon gesehen, aus dem kommt raus die Aorta, zieht nach oben, und dann gibt sie drei große Gefäße ab, die Aorta. Einen Hauptstamm, richtige Windung, Gyrus frontalis superior, Gyrus frontalis medius und Gyrus frontalis inferior. Dann kommt es hier zu einer kräftigen Furche, der Sulcus centralis. Hier teilt sich der Frontallappen vom Parietallappen, der dahinter beginnt. Die Windung direkt davor, noch zum Frontallappen gehörig, ist dieser Gyrus precentralis, wo Vulkomotorik programmiert wird. Schädigungen hier führen zu entsprechenden Lähmungserscheinungen. Direkt dahinter der Gyrus postcentralis, hinter der Zentralfurche, wo unsere Sensibilität verarbeitet wird, und Schädigungen hier führen zu Sensibilitätsausfall. Dann sehen wir die seitliche Furche, den Schritt, den Pons der Brücke. Brücke hat kräftige Stränge zum Kleinhirn, mittlere Kleinhirnstiele, die wir hier beidseits abgehen sehen von der Brücke. Nach oben zu. Wir gehen weiter, wir sind im Hirnstamm, dem ältesten Gehirnanteil, dem Reptiliengehirn. Der letzte Abschnitt oben, das Mittelhirn, von dem wir die Schenkel hier sehen. Crura cerebri, Mittelhirnschenkel. Und hier in der Tiefe zwei rundliche Verdickungen, die Brustwarzenkörperchen, von den alten Anatomen so genannt, Corpora mammillaria. Die sind jetzt schon in der nächsten Stufe im limbischen System, im Säugetiergehirn, grob vereinfacht gesprochen. Was sie genau machen, weiß man bis heute nicht. Sie sind jedenfalls unschaltzentral im limbischen System, was für Lernenakquisition neuer Informationen zuständig ist. Wir wissen bei schweren Alkoholikern, dass die atrophieren können, diese Corpora. Und der Akkompens liegt direkt
hier in diesem Basalganglien-System und verbindet diese beiden Strukturen. Und hier diese großen rundlichen Strukturen direkt vor uns, die, wenn sie anregen, dann werden sie entweder aggressiv oder sie kriegen Angst. Die Amygdala, die schreckendsten Panikzentren. Von der Seite nochmal der Hirnstamm zu sehen, unten die Medulla oblongata, dann der Pons, die Brücke. Und zusätzlich, was die Sache wirklich interessant macht, wir können die Kontraste verändern. Richtung Knochen oder Richtung Weichteile. Und das sehr, sehr, sehr schnell. Und natürlich, wenn Sie es genauer sehen wollen, dann kann er auch näher kommen, keine Frage. Jetzt haben wir einen sehr